Herzlich willkommen bei einem 800 Goldbarren Farm Spot hier in Fortnite mit mir, Christian Angel 3000. Ich begrüße euch hier herzlich erstmal. Und ja, das Spiel ist schon viel länger draußen, wie ich gedacht habe. Und ich habe es seit langem nicht mehr angerührt und seit der kurzen sehr viel wieder gespielt. Und ja, es gibt einen gewissen Bereich, wo man bis zu 800 Goldbarren sammeln kann innerhalb von 5 Minuten. Dafür geht ihr einfach zu den Daily Bügel zwischen in dem Krater hinein und nehmt euch den Panzer und fährt einfach unten die erste Etage alle Gebäude kaputt. Sozusagen, man muss echt da auch sehr viel Glück haben, dass man da keine KI oder sagen wir keine Gegner haben, die einen behindert oder aufhalten. Ich hatte hier zum Beispiel da diese Session komplett Glück im Solo-Run, also Solo-Null-Bauen-Run, einfach Glück gehabt, dass hier niemand durchgekommen ist und hier gibt es echt den perfekten Loot oder ja, Farm-Spot sozusagen für Fortnite. Vielleicht kennen ihn einige schon, keine Frage. Das Spiel ist schon viel länger draußen, wie ich gedacht habe. Sogar gibt es hier sogar zwei Tresore, die man öffnen kann, wo wir nochmal zusätzlich nochmal 100 extra rauskriegen vom gesamten Betrag von über 800. Kommt immer drauf an, manchmal gibt es mehr, manchmal gibt es weniger, aber man kann hier echt sehr viel schnell Goldbarren sammeln, wenn es eine Aufgabe gibt, geben Sie Goldbarren aus. Und ich habe momentan die Aufgabe, ich muss 8000 Goldbarren ausgeben. Und naja, es ist einfach ein Unding, in einer gewissen Zeit so viel zu sammeln, mit Gegnern erschießen oder Kassen öffnen und so weiter und so fort. Aber hier ist auf jeden Fall die Möglichkeit, innerhalb von 5 Minuten, falls man den Glück hat, auch hat, dass keiner in die Quere kommt, Goldbarren zu sammeln, zu finden und zu kassieren oder einzusammeln sozusagen. Man muss halt auch dazu aufpassen, man sollte nicht am besten die NPCs hier anrempeln oder beschießen. Denn am Ende dieses Videos habe ich leider auch halt Dr. Strange in diesem Kapitel oder in dieser Season leider noch erledigen müssen, weil ich ihn zu viel angefahren habe. Und das war halt ein kleines Problem. Aber mit dem Panzer sollte das eigentlich echt kein Problem sein. Denn wie gesagt, der Panzer in diesem Spiel ist halt einfach OP. In der Hinsicht, man kann halt unendlich schießen, man kann unendlich fahren, man hat echt viel Sprit drin. Und das Ding hält auch eine ganze Weile aus, abgesehen davon, wenn andere nicht drauf schießen. Aber sonst ist das Ding halt einfach für Gebäude unzerstörbar. Man kann auch andere Fahrzeuge benutzen mit einer Kuhrampe, so wie das Ding halt heißt. Aber es ist halt einfach möglich. Gut, ich will nicht zu lange labern. Ich lasse den Rest jetzt einfach mal ein bisschen ablaufen. Und ihr seht am Ende dann auch die Goldbarren-Anzeige, wie sie bei mir hochsteigen tut. Und wie soll ich sagen, ja, kann auch mal passieren, dass halt durch die ganzen Spinnennetze hier ein bisschen der Panzer rumspringt. Aber es sollte nicht das Problem sein. Aber sonst, wie gesagt, falls ihr das Glück habt und hier alleine seid, dann nehmt diesen Tipp halt auf jeden Fall mit, falls ihr ihn nicht kennen solltet. Und holt euch so viele Goldbarren, solange es noch möglich ist. Ich weiß nicht, viele sagen, ja, du sollst, viele sagen dann, nicht sowas hochladen, dann macht es ja jeder. Ich habe schon oft schon mitbekommen, dass Leute das gemacht haben, definitiv. Ich kam schon auch noch hierher, ich kam hierher und war einfach komplett alles leer. Und das ist halt auch so eine Sache, wo du denken musst, okay, neu scheint der Trick ja nicht zu sein. Es ist schon sehr weitläufig oder sehr bekannt. Aber Dude hat kaum jemand wirklich verwenden, da es halt manchmal echt schwierig ist und auch die Möglichkeit echt schwierig ist, hier das zu machen. Allein sozusagen, ich hatte Glück und hier, wie ihr sehen könnt, Dr. Strange tut mich halt hier schon anschießen. Musste ihn leider mal zurechtweisen für sein Multiverse und vielleicht schicke ich ihn in ein anderes Multiverse, wo er dann vielleicht doch ein bisschen mehr Freude dran hat, nicht drauf zu gehen. Okay, Leute, das war's im Endeffekt. Das war hier im Endeffekt halt das Goldbarren Farmspot hier, was ich entdeckt habe und auch durch andere mitbekommen habe, sozusagen, weil ich es ja gesehen habe in der Hinsicht.
Und wollte es einfach euch gerne mal mitteilen und euch zeigen, dass das noch funktioniert. Aktuell, wir haben den 2. Juni und 2022 natürlich. Und ja, solange es funktioniert, sollte es eigentlich klappen. Gut, das war's dann. Und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Und somit schaut auch gerne die anderen Videos vorbei. Würde mich auch freuen, denn ich habe auch wieder vor kurzem mit Fortnite angefangen. Und somit wieder schauen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer ChristianAge3000. Mit Fortnite, Goldbarren, Farm, Spot oder Lootbereich, keine Ahnung, wie auch immer. Ciao Leute und bleibt gesund.